könnte. Au! Jetzt reicht's mir aber. Echt derbe Abrechnungsmodus. Auf die Frise! Frise, Frise. Und hier, du kriegst auch. Hallo, darf ich mal zu dem da drüben hinlaufen? Dankeschön! Stirb, stirb. Und jetzt stirb so richtig fett. Yeah. Das ist ein Tod. Der steht im Geschichtsbuch. Ja, vor allem so ein harmlosen Piepmatz, ne? Kann ich richtig stolz auf mich sein. Hey, habe ich einfach Piepmätze ganz brutal getötet. Gibt's hier noch wieder Nester zum kaputtschlagen? Bisschen Spiegeleier machen. Rührei, Omelette, was auch immer. Ja? Nee? Nein? Okay, dann kann man jetzt hier noch lang. Ah, seht ihr, da gibt's noch weiter zum vermissten Vermesserin suchen, muss ich da. Eine vermisste Vermesserin. Die hat sich wohl vermessen. Zumindest auf der Landkarte, sonst wäre sie ja nicht vermisst. Und hier, 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 gibt's da wieder Litaneien, die ich brauchen kann? Oder ist das auch nur wieder Schrott? Alter, was die einen hier zuspammen. Mit Müll und anderem schäbigen Kram. Okay, da muss ich lang. Dann laufe ich hier ganz richtig. Oh, Gegner, nein, kein Gegner. Oh, Gegner, yippie! Voller Freude renne ich euch in die Arme. Au. 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 Rumgebunden und Schlitz, 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 Schlitz. Man hat mich rechtzeitig ausgewichen. Okay, die Viecher sind gar nicht mal so ungeschickt. Alle auf einmal. Und den noch, und den noch, und den noch, und den noch. Erledigt. Wenn das nicht mal ein schöner Tod ist. Kadaver. Foto von machen, wie er sich noch bewegt. Ist das nicht ein Traum? So wunderschön aus. Was haben wir hier? Oh nein. Haben die Vögel sie getötet? Eine Belohnung einfordern dafür, dass sie gestorben ist, finde ich nicht so toll. Wo geht's hier weiter? Mann, was ist das für eine Kanalisation? Das ist doch nicht so ein großer Steinbrocken gewesen, dass ich das Gefühl hatte, dass da so viel Kanalisation drunter sein könnte. Ah, hier muss ich auch noch hin. Blinden Passagier finden und töten. Super. Sind wir heute mal wieder als Auftragskiller unterwegs. Habe ich immer gerne. Dann springen wir mal hier nach unten und töten eben jene. Ach, guck mal an. Ah, so was kenne ich doch hier. Oh, das wollte ich gar nicht. Zack, zack, zack. Und jetzt hier drauf und da drauf und da und da und hier und jenes. Ja, mach uns, ist mir egal. Hab ich kein Problem mit. Stirb, blinder Passagier-Troll. Und wir machen ganz gut Schaden. Schlachtentaumel! Attacke! Alter, kannst du mal aufhören, nicht so weit wie von auf den Nerven. Au, jetzt ist wieder meine Verteidigungshaltung ausgelaufen. Au! Du kannst nicht mehr ausweichen. Und weg damit. So, jetzt kann ich da auch meine Belohnung einfordern. Und das kann zurück. Ich mal angucken sollen, ob ich das tragen soll. Nee, ich glaube, was ich da trage, ist schon eine Imba-Rüstung. Imbanente Rüstung. Was gibt's hier? Müll, Müll, Müll. Einen Moment. Müll, Müll, Müll. So, jetzt. Gut, dann sind wir hier schon mal weitergekommen. Hier kann man wieder raus. Theater. Ach, das ist beim Theater direkt um die Ecke. Und da kann ich jetzt noch fehlende Erbstücke einsammeln. Dann sammel ich doch mal fehlende Erbstücke ein. Warum rede ich jetzt so? Egal. In dem Spiel hat man ja auch sonst nicht viel zu erzählen. Ich könnte über Toastbrot reden. Mache ich aber nicht. Wobei Toastbrot ist schon eine sehr leckere Sache. Ich esse ja am allerliebsten getoastetes Brot. Egal, ob es jetzt echtes Toastbrot ist oder eben halt normales Brot getoastet. Versteht ihr, was ich meine? Das versteht ihr das? Oh, das ist eine Elfe. Was macht die denn da? Da ist noch eine Elfe. Ah, ist die niedlich. Aber damit kann ich jetzt leider nicht arbeiten. Ja, das ist so eine fiese, böse Elfe. Die wollte mich töten. Damit kann ich jetzt leider nicht weiter umgehen. Ah, guck mal, hier ist eine Brosche. Viecher. Ich greife schon mal an, obwohl ich noch nichts angreife. Ne? Stirb! Stirb! Hört auf, euch zu teleportieren, ihr blöden Viecher! Ey, das ist nicht nett von euch! Das sag ich dem Yoshi! Und dem Kirby! Und der frisst euch dann! Ja. Ich schnauze voll, ihr Schakram in die Fresse, mein. Die machen da kaum wenig bis was mit Schaden.
Oh, doch, die machen ganz gut Schaden. Okay. Das finde ich cool. Sammle ich jetzt Stulpen des Blitzhelmes. Was ist, kann ich das? Das kann ich anziehen. Die sind richtig gut. Die machen richtig Power. Die tue ich gleich ausrüsten. So, jetzt kann ich mir meine Belohnung einfordern. Dann sind wir jetzt zum Teil mit den Quests hier unten durch, wie es aussieht. Hier waren wir doch schon mal. Ja klar, wir haben jetzt hier dieses gesamte Gebiet erkundet. Jetzt müsste ich ja aber eigentlich noch dahin, wo dieser rote Punkt ist. Von wo komme ich dahin? Von den Wohnquartieren aus. Okay, dann muss ich zu den Wohnquartieren aus in die Kanalisation. Sollte ja nicht das Problem darstellen, ne? Na zu Ritama. Und Schrott, Schrott. Schrott, 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 Schrott. Hier sind wieder Gegner. Kommt wieder alle her. Komm her. Stirb. Ja, ja, flieg nur weg. Hab Angst vor mir. Ja, ja, verneige dich vor meiner Macht. Das ist cool. Mein Kumpel war aber nicht so mutig. Hey, du da, kannst du mir mal helfen? Das wäre cool. Verstehst du? Hey, hallo. Hey, hallo, ich kämpfe hier. Hey, hallo. Okay, dann nicht. Verstehst du? Dann nicht. Möchtest du eben alleine? Geh ich einmal alleine nach oben? Ah, Tageslicht. Sehr schön. Dann gehe ich jetzt von den Wohnquartieren aus. Ja, falsche Richtung. Von den Hallo, Berufene. Hallo, merkwürdiger Typ, der mich anlabert. Dann gehe ich jetzt von den Wohnquartieren aus nach unten und schaue, wo es dahin geht. Ich sollte doch da unten auch irgend so eine Krone oder so... Warum war ich nochmal hier? Worum ging's nochmal? Keine Ahnung. So, wo waren jetzt die Wohnquartiere? Steinmal, Theater von hast du nicht gesehen? Ah, ich renne genau drauf zu. Super. Sehr gut. Ach, und sie kann ja hier noch so ein paar von diesen Dingern Seid kriegen. Gegrüßt. Blabla. Ich hoffe, ihr wart beim Sammeln der... Ah, nee, das sind viel Artefakte Glück gewesen. Bei der Suche. Ja, ich habe noch keine gefunden. Tut mir leid. Hier geht's zu den Wohnquartieren? War das richtig? Hä? Ja, hallo, geh doch mal runter. Geh doch mal runter. Nee, ist ja hier noch elend lang weit weg. Nee. Und dann geht's hier wieder raus. Wo die überall Kanalisationseingänge haben. Sind das jetzt hier die Wohnquartiere? Ja. Ach gut, dann müssen wir bei den Wohnquartieren ganz da hinten. Wart ja, okay. Den Frieden. Aber so weit weg ist das doch gar nicht. Aber schon sind wir hier. Okay. Muss ich nicht verstehen. Das ist, ich benutze den mal nicht. Ich will erstmal noch durch dieses Tor gehen, damit wir hier alles erforscht haben. Hallo. Eine Schatztruhe, die ich vorher noch gar nicht gesehen habe. Boah, dann brechen wir die mal auf. Moment. Ah, da. So schwer war das gar nicht. Nein. 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 Aha, sehr schön. Wo musste ich jetzt lang? Wollte ich jetzt lang nach unten lang? Okay, gut. Vielleicht begegnen mir wieder Rattis. Ach ja, ein paar Ratten töten wollte ich ja auch noch. Da wissen wir ja auf jeden Fall, wie wir bei den Ratten am schnellsten hinkommen. Das war nicht so das Problem. Jetzt müssen wir wieder durch die Pipi gehen. Ja, mein Gott, das ist halt nur mal, ne, ihr wisst schon, Kanalisation, also Pipi. Überall Pisse. Da freue ich mich. Und dann war das genau hier. Ach, da geht's, glaube ich, auch nur raus, ne? Nee, in die Unterschächte. Was? Ach, Hilfe. Nee, achso, du bist gar nicht böse. Hallo, Sekandra. Kommt, wenn Anorkatos wünscht, dass wir den Reif beschaffen, werden wir es rasch tun. Ich will diese Sache endlich erledigt haben. Ach, hier mussten wir also auch hin. Sehr gut. Nun denn. Ja, dann sitzt du mal hier rum und ich erledige den Rest, oder was? Na gut, hallo, ich bin's. Seid vorsichtig. Juna, freut mich, dich kennenzulernen. Immer an den Rücken. Au. Nicht schwach. Ups, Nixi, weg hier, Upsi. Au. Und Schlitz. Ich mag diesen raschen Buschangriff.
Ja, sag mal, du kannst auch mal ein bisschen mehr kämpfen. Au. Au. Och Mann, ich hasse das. Schieß sie weg, schieß sie weg. Bleibt in der Nähe. In diesen tieferen Stollen gibt es schlimmere Wesen als Plünderer. Sie lauern seit Jahrzehnten innerhalb dieser Mauern und wurden vor Jahren gemeinsam mit der Stadt emporgehoben. Ich höre euch zu. Ja, das ist gut, danke. Was machst du denn da? Betet sie jetzt da? Was ist das? Oh, geil! Normal mitnehmen. Och nö, mein Inventar ist voll. Dann gehe ich doch noch erstmal Sachen verkaufen oder zerstören. Ursprüngliche Kutte ist ja auch total super. Habe ich nicht noch irgendwelchen Schrottgegenstände, die ich zerstören kann, die keine Sau braucht? Ich hätte mal diese ganzen Sachen da abgeben sollen. Die Psalme, die lesen wir doch sowieso nie. Plunder, 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 Plunder. Fundamentbericht, ich glaube, den sollten wir mitnehmen. Ne? Tills Sammlung brauchen wir ja auch noch. Ich will hier nichts wegwerfen, was wir eventuell noch brauchen. Dann gehen wir mal zum Plunder und ich gucke nochmal, dass ich hier nichts wegwerfe, was wir eventuell, was noch wichtig ist. Liturgie des Wortes. Ja, aber wir könnten immerhin das hier mal zerstören. Oh, der Beinpanzer ist gar nicht schlecht, der Stahlbeinpanzer. Wieso habe ich denn den Plunder hinzugefügt? Außenplunder wieder raus. Die Haiflossen nicht, der primitive Azurithammer, den werde ich nicht benutzen. Den kann ich dann auch mal zerstören. Und die primitiven Seitenschuhe auch nicht. Primitive Seitenschuhe. Ah, ta, ta, ta. Wo waren jetzt hier diese... doch gerade irgendwas, was mehr bringt. Ja gut, das gibt aber mehr Leben und mehr Rüstung. Schwierig. Ich glaube, den tue ich doch wieder in den Plunder. Später. Kann ich das jetzt noch mitnehmen hier wenigstens? Dankeschön. Ja, dann sollte ich vielleicht doch wieder raus hier und Sachen verkaufen. Weil so geht das ja nicht. Mit vollem Inventar will ich ja eigentlich nicht lang. Und dann wenigstens die Totem-Dinge abgeben und die anderen Quests noch abgeben und dann können wir uns hier drum kümmern. Also warte hier unten. Ich habe mir eine Markierung gesetzt. Schon ganz richtig. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt muss ich nur hier wieder raus. Das kann ja nicht so lange dauern. Es war hier nach oben. Ja. Und dann da lang. Sehr gut. War ja nicht so weit. Merke ich mir, da unten geht das dann weiter mit der Hauptquest. Aber jetzt erstmal noch ein bisschen Kanalratte spielen, ne? So eine olle Kanalratte, das hat schon was. Geht's nur lang? Da muss ich. Okay, braucht ein bisschen. Der gelbe Ring blinkt ja auch da. Vielleicht sollte ich erstmal dem nachlaufen, ne? Ach, da kann ich wieder Sachen sammeln, will ich jetzt aber gerade nicht. Ich will nur raus hier! So. Und wir verkaufen dann jetzt erstmal unseren Scheiß. Oder wie seht ihr das? Ich meine, wir waren eine Kanalisation, also verkaufen wir Scheiße. Okay, die Götter sind gut zu uns. Deine Mutter ist gut zu dir, Junge. Wieder alle am Tratschen. Die Götter sind gut zu uns. Moment, das war ja die hier mit... War das die... Gut gemacht, Berufene. Sehr gut. Der blinde Passagier ist Geschichte. Ja, und zwar wirklich. Bitte nehmt das als Zeichen für Idyllas Dankbarkeit. Mehr Geld. Hey, gibt's da noch mehr? Was ist mit der Stadt los? Wenn ihr einen der Aufträge auf der Tafel mit Bittgesuchen erledigt habt, entschädige ich euch für euren Aufwand. Okay, gut. Ade. Hatte ich nicht noch irgendeine Quest, die ich abgeben kann? Bei Corinna vielleicht? Plünderer-Totems beschaffen, richtig. Corinna! Womit kann ich dienen? What the fuck? Ist ja einfach gespawnt hier. Glaublich. Hallo. Da seid ihr ja wieder. Bla bla. Ich hoffe, ihr betrachtet diese Arbeit als... Bla bla. Gut, und jetzt Schrott verkaufen. Natürlich Rüstungen vorher. Jetzt ist der wieder despawned. Möge Ethene eure Geschicke lenken. Also, ich habe das Gefühl, hier lenkt jemand ganz andere Geschicke. Ich kann... Okay, zerlegen wir... Nee, das nicht. Den ja. Oh, das ist beides das gleiche, aber die ist besser. Die zerlegen wir auch. Den, ja, den. Das ist was für Raffinesse. Primitive Azurit-Stulpen. Können wir ruhig auch mal machen, da kriegen wir ja ganz gute Sachen für. Todeskieten, Dingsbums, Schild des Todes, 73. Ja, Block 22 Schaden ist nicht schlecht.
Todesstulpen. Bringt uns aber nicht so viel. Die können wir zerlegen. Die abgeschirmten Ruben. Das ist die beschützende Rube besser. Und die zerlegen wir auch mal. So, zurück. In eure Ausrüstung reparieren. Ich kann eure Ausrüstung reparieren. Ja, deine Mutter kann deine Ausrüstung reparieren. Hier können wir noch bestimmt Plunder verkaufen. Willkommen auf dem Markt von Idylla. Ja, bla, 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 bla. Unsere Stadt schwebte nicht. Das schützt uns zwar vor der Wildnis. Gar nicht. Aber den Knopf wollte ich drücken. Ist das gut? Sämtlichen Plunder verkaufen. Die sind immer noch unerreichbar, die zersetzenden Feinklingen der Giftschlange. Aber wir kommen nah ran. Jetzt gucken wir nochmal, was wir verkaufen können. Der gibt natürlich scheiße viel Geld. Brauchen wir Logos je wieder? Werden wir den je wieder benutzen? Ich glaube nicht. Dann können wir Logos verkaufen. Und schon haben wir genügend Geld. Auch für die zersetzenden Feinklingen. Perfekt. Okay, die machen richtig ordentlich Bums. Durchbohrungsschaden, Giftschaden. Ich möchte das Geld aber am liebsten auch wiederum sparen. Oh, verdammt, warum kann ich mich nicht entscheiden? Boah, der ursprüngliche Siegel, wie teuer die das verkaufen und wie billig. Waffen auf dem Boden benutzen, meine bla, Waffen. Bla, und bla, bla. Ich hoffe, unsere... Bla, bla. Wie billig ich das ganze Zeug verkaufen musste. Einkaufs- und Verkaufspreise sind nicht fair, Mann. Setze ich mal das hier ein. Das ist doch besser hier als das da. Ist das hier besser? Was macht das? Ja, der bringt mir nichts. Okay. Stadt gefällt euch. Ja, gefällt mir. Wirklich.